viel ist nicht mehr übrig von der DDR im Jahr 27 nach der Wende. Die großen Plattenbaugebiete aber sind geblieben. Das größte und älteste in Jena ist Neulobeda. Familie Bauerfeind zog im Dezember 1967 mit als erste hier ein. Seit 50 Jahren leben die Bauerfeinds nun in der Theobald-Renner-Straße und sie können sich noch gut an den Anfang erinnern. Wenn man dann mit den Leuten hier gesprochen hat, so, das war immer, das ist für uns ein Glücksfall, so eine schöne Wohnung gab es ja noch nie und so weiter. Das waren damals die ersten Sprüche von den Leuten. Und uns hat es dann auch gefallen hier. Ich habe gedacht, dass ich gar nicht so lange hier bleibe, aber es sind 50 Jahre geworden. Oh. Die neuen Wohnungen waren also sehr begehrt, zum Beispiel wegen der Fernwärme. Warmes Wasser aus der Wand und Heizen ohne Kohle schleppen waren ein echter Fortschritt. Und Rudolf Bauerfeind war da berufsbedingt im Zentrum der Macht. Na gut, ich habe früher da hier am Anfang die Wärme mit aufgebaut. Das ganze Jahr 67 habe ich da hier das Behelfskesselhaus aufgestellt. So, das haben wir in Dresden abgerissen, dann hierher gebracht, die ganze Wärme. Und das war die erste Wärme für die ersten 5 Blöcke hier. Und wo ich dann mit der Montage fertig war und das Haus schön in Betrieb hatte, da habe ich gesagt, wenn ich für euch da hier schön gebaut habe, dann möchte ich auch eine Wohnung. Und dann haben gesagt, sofort. Aber ich musste hier arbeiten und habe das ganze Zeug dann übernommen. Viele Menschen kamen damals nach Jena-Lobeda. Aber warum wuchs Jena damals so stark? Jena sollte in den 60er Jahren ja als Zentrum des wissenschaftlichen Gerätebaus ausgebaut werden mit dem VLB Carl Zeiss Jena. Dieser Ausbau hat auch begonnen und ich meine, man brauchte für diesen Umbau und die für die Erweiterung natürlich Arbeitskräfte, Ingenieure, Facharbeiter, also eigentlich viele, viele Leute wurden gebraucht und um diese Leute auch nach Jena locken zu können, brauchte man natürlich Wohnungen. Zuerst planten die Architekten der damaligen Gera Bezirksregierung Wohnungen für 20.000 Menschen. Dann erweiterte man die Pläne noch einmal, Lobeda Ost kam dazu. 1989 wohnten 32.000 Einwohner im Süden der Saalestadt. Und dann kamen natürlich Lebensmittelgeschäfte dazu. Anfangs noch mit Lebensmittelschein konnten sich die neuen Bewohner hier mit dem Angebot des DDR-Handels eindecken. Schulen wurden auch gebaut, zuletzt die ehemalige POS Ernst Thälmann in der heutigen Erlanger Allee. Lobeda sollte mehr als eine Schlafstadt werden. Schon Anfang der 70er eröffnete das Kulturzentrum in Lobeda West. 1999 kamen die Bagger und rissen das Kulturhaus ab. Besonders einschneidend war dann aber die Wende. Nicht nur zum Kulturzentrum rollten Abrissbagger. Viele Menschen wollten raus aus dem Plattenbau. Lobeda verlor über 10.000 Einwohner. Damals, so als ich anfing, Mitte der 90er Jahre, mich dann auch wissenschaftlich zu beschäftigen mit Lobeda, da war hier in der Stadt so mit Lobeda öfters verbunden das Thema Ghetto. Das ist ein Ghetto, ja. Und wir haben im Grunde versucht, zusammen mit Studierenden auch eine Befragung durchzuführen in Lobeda und danach zu fragen, also was ist denn eigentlich dran an diesem Ghetto-Begriff? Und konnten das eindeutig widerlegen. Dass sich Lobeda im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Plattenbaugebieten wieder stabilisierte, dafür haben viele an einem Strang gezogen. Vor allem natürlich auch die Bewohner. Also was wir festgestellt haben, war sowohl Mitte der 90er Jahre wie auch später in einer Wiederholungsuntersuchung, dass die Nachbarschaftskontakte sehr stark ausgeprägt sind in Lobeda. Also dass man sich untereinander unterstützt, ja, dass man sich hilft, dass es gemeinsame Hausfeste gibt, so etwas. Ja. Und das konnte im Grunde, so konnten wir dann auch nachweisen, über diese Zeit auch aufrechterhalten werden. Ne? Also das ist wichtig für insgesamt eine soziale Integration eines Stadtteils, dass einfach die Nachbarn auch gut miteinander können. Soziale Integration statt Ghetto durch gute Nachbarschaft ist also ein Geheimnis dafür, dass Lobeda in den letzten 10 Jahren nicht weiter geschrumpft ist. Die nächste Zutat ist ein engagierter Bürgermeister mit Ideen gegen Kriminalität und für bürgernahe Politik.
Bürgernähe ist unser größtes Prinzip. Wir haben beispielsweise, und das war ein wichtiger Teil 1999, schon einen Kontaktbereichsbeamten hier etabliert in Lobeda, den seine ureigenste Aufgabe ist, ständig mit den Bürgern im Gespräch zu sein, ihre Sorgen und Nöte aufzunehmen. Und dadurch ist also auch diese Synergie zur Politik entstanden. Und dann wurde nach der Wende auch nicht nur abgerissen. Sanierung und Rekonstruktion hießen die Zauberwörter ab Mitte der 90er Jahre. Frau Schmidt erinnert sich noch sehr gut daran, nicht zuletzt, weil sie alles mit ihrer Videokamera festgehalten hat. Sie haben den ganzen Installation rausgezogen übers Dach. Wir konnten dann von breit aus bis in die anderen Etagen reingucken. Und dann hat man kein Wasser. Dann Wasser haben sie im Hausflur, den Abfluss in Hausflur montiert. Dann war die Toilette nicht mehr da. Wir hatten dann immer Nachbarschaftshilfe, das haben sie immer so eingerichtet, dass entweder die einen oder die anderen das nicht hatten. Dann sind wir zeitweise mit dem Fahrrad mal schnell nach McDonald's gefahren, um uns früh zu waschen. Die Wohnqualität stieg, die Gründe wegzugehen verloren an Gewicht. Noch heute laufen Sanierungsprogramme. Im Inneren der Gebäude haben wir den Blick auf die zentrale Haustechnik gerichtet, haben also da auch bis heute noch Sanierungsprogramme laufen. Aktuell läuft so ein Gasnetzrückbau, wo dann eben die Steigleitungen elektro erneuert werden müssen. Also das passiert so sukzessive, auch nach wie vor heute. Das haben wir nicht alles auf einen Schwung gemacht. Stück für Stück und von mehreren Seiten wurde also ein Lobeda gebaut. Zum Beispiel die Expo war hier und hat sich im Stadtbild verewigt. Und in Lobeda Ost hat die Uni für über 200 Millionen Euro das größte Thüringer Klinikum errichtet und viele Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem ist Lobedas Lärmquelle Nummer 1 unter die Erde gewandert. 50 Meter neben den ersten Häusern machte die stark befahrene Autobahn A4 den Anwohnern das Leben schwer, bis sie auf rund 400 Metern unter einem Lärmschutztunnel verschwand. Und nicht zuletzt ist viel Geld aus öffentlichen Töpfen geflossen. Allein 36 Millionen Euro aus den Mitteln der Städtebauförderung. Für die Jena, Erfurter und Berliner Politik ein Grund zu feiern. Lobeda ist einer der attraktivsten Ortsteile von Jena. Wir sind stolz auf diesen Ortsteil. Er ist ein Vorzeigeortsteil, wenn man die alten Plattensiedlungen auch in den übrigen Gebieten der ehemaligen DDR sieht und mit Lobeda vergleicht, dann wissen wir erst, was wir für einen Wert hier haben. Eine grüne Stadt, eine lebendige Stadt mit bezahlbaren Mieten und glücklichen Menschen. Ich bin begeistert zum einen, wie grün Lobeda ist. Ich bin begeistert von der Freude der Menschen hier vor Ort. Man hat sofort das Gefühl, die Menschen leben wirklich hier. Und all das, was in den letzten Jahrzehnten hier in Lobeda passiert ist, hat sich wirklich gelohnt. Aus der Perspektive der Politik gibt es also an Lobeda nicht viel zu bemängeln. Aber sehen das die Menschen vor Ort genauso? Was denken die Lobeda über ihren Stadtteil? Würden sie nicht wegziehen, wenn es geht? Wir haben mal mit dem Gedanken gespielt, als unsere Kinder klein gewesen sind, ob es denn schön wäre, ein kleines Häuschen mit Garten zu haben. Aber wie gesagt, da war es also wirklich auch ein finanzielles Thema. Und heute sage ich, also meine Kinder sind ausgezogen, wohnen beide hier in Lobeda wieder. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Vierraumwohnung, schaue auf die Lobdeburg, habe sehr schön grün und habe keine Ambition, derzeit auszuziehen. Am Anfang hieß es ja immer Plattenbau. Und wenn ich mir Lobeda angucke, von Plattenbau redet eigentlich überhaupt keiner mehr, weil sozusagen die Lebensqualität hier ein Niveau gewonnen hat. Wenn ich Halle Neustadt vergleiche, muss ich sagen, dann ist es ja trüb und grau. Und das muss ich sagen, ist hier sehr gut. Die Verkehrsanbindung, ich kann jederzeit in die Straßenbahn einsteigen, ich bin nicht angewiesen, immer mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ich kann einkaufen, viele Sachen, Kleinigkeiten und so weiter. Wenn ich mir vorstelle, auf dem Dorf zu wohnen, um Himmels Willen, für alles dann mit dem Auto in die Stadt fahren müssen, daher, ich finde es toll. Aber wie geht es in Lobeda weiter? Wir sehen das im Moment in Lobeda Ost, eine unglaubliche Entwicklung. Wir planen dieses Jahr noch 3 Grundsteinlegungen mit einem Demenzzentrum, einem Hospiz und einem Hochhaus für Wohnen und Gewerbe. Das sagt eigentlich alles über die Entwicklung dieses Stadtteils. Spätestens im Jahr 27 nach der Wende ist also nicht mehr viel dran am Ruf Lobedas als Problemstadtteil. Nach 50 wechselvollen Jahren blicken die Lobeda heute optimistisch in die Zukunft. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt.